Pyria. Wir haben Post von Pyria. Nudel, komm bei Gelegenheit mal zu mir in den Hain. Wir sollten plaudern. Oder so. Pyria. Pyria? Sie sagte Hain, aber das stimmt nicht. Also sie schrieb Hain. Hier ist sie nämlich. So, einmal verfolgen bitte. Nein, wir stalken sie doch nicht. Sie hat uns ihren Standort halt geteilt. Kurzer Einwurf. Als Kanalmitglied der Stufe Carbonara oder höher habt ihr Zugriff auf die kompletten Livestream-Aufnahmen on demand. Welche Vorteile es noch gibt und weitere Informationen findet ihr auf meinem Kanal oder direkt unter diesem Video unter Mitglied werden. Und nun geht's weiter. Viel Spaß. Lass uns auf ein Date gehen. Ja. Ich freue mich. Oh, ist das nicht schön? Weißt du, ich hatte schon immer ein Faible für Naturkatastrophen. Ja, davon hörte ich. Und deshalb wollte ich mich mit dir unterhalten. Du hast ja die Katastrophen in Azoria immer hautnah miterlebt. Ich möchte von deinen Abenteuern aus erster Hand erfahren. Ich dachte, wir treffen uns, weil du auf mich stehst. Ich glaube, meine Neugierde ist befriedigt. Du kannst gerne jederzeit wieder gehen. Okay. Du dachtest, es wäre ein Date? Ja! Da stand Date mit Pyria. Wolltest du, dass unser Treffen ein Date ist? Hallo, das war doch kein Date. Ja, irgendwie nicht, ne? Aber da stand mit Pyria auf ein Date gehen. Und sie halt so, hä? Du dachtest, das wäre ein Date? Voll gemein einfach. Also, boah, bin ein bisschen sauer. Ein kleines bisschen. Aber vielleicht ist sie auch einfach sehr vorsichtig. Da kannst du mich schlagen, so viel du willst. Ich brauche das. So, wir haben Post. Neue Versandverträge. 2000 Jahre später. Ich habe mit meinem Controller das Soundboard bedient. Interesting. Okay. Hoppala, ich habe mich gar nicht erschrocken. Einmal die Mutter der Waldlichter ansteuern, denn ich möchte neue Flügelchen. Flügelchen sind toll. Einmal Laden öffnen. No! Boah, was braucht man denn da alles? Oh mein Gott. Möchtest du noch mein Erstgeborenes? Hä? Das hat ja gut funktioniert. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich habe letztens eine Pizza gegessen. Mit Brokkoli drauf. Und Ananas. Und ich fand's geil. Nudel ganz wild unterwegs. Ja, ich fand's sehr lecker. Was ich auch gerne manchmal esse, ist Nudeln. Pizza mit Nudeln drauf. Nomsi noms. Ich bin sichtbar. Ich bin... Au! Ah! Alles will mich töten! Das ist ein Verbrechen, not gonna lie. Geschmäcker sind verschieden. Das akzeptieren manche aber nicht. Pizza-Verbrechen. Ja, ja. Was sind denn so eure Pizza-Verbrechen? Erzählt doch mal. Mit roten Zwiebeln ist der Geschmack gut. Gut intensiver. Liebe das auch auf Pizza. Rote Zwiebeln mag ich auch sehr gerne. Toast auf der Pizza. Was? Toast auf Pizza? Toast Hawaii. Oh, ich habe immer wieder Bock auf Toast Hawaii. Ihr merkt, ich mag Ananas, ne? Habt ihr mal Marshmallows auf Pizza probiert? Soll's geben und gut sein? Hab ich noch nicht mal von gehört. Wow. Oh mein Gott, was bist du denn? Eine Libelle offensichtlich, aber sie glitzert so schön. So, einmal die polierten Smaragde. Geschafft. Tada. Morgen werden wir schlemmen. Nur so können wir das Miasma verjagen. Durch Essen. Das klingt ganz nach mir. Alles klar. Wenn es nicht brennt, wo bleibt der Geschmack? Oh, ich habe letztens so ein geiles Thai-Curry gegessen. Aber es war so scharf. Aber es war so lecker. Ich konnte nicht aufhören. Und hinterher habe ich gelitten. Meine Lippen waren dann ganz rot und empfindlich. Und aber es hat sich gelohnt. Das war so yummy. Ach, geh doch kacken. Diese blöden Statuen. Ich muss stärker werden. Ich brauche stärkere Zauber und stärkere Zauberstäbchen. Und, willst du meinen Zauberstab sehen? Hier. Nur Pyria darf meinen Zauberstab sehen. Aber dafür müsste ich erstmal netter zu mir sein.
Olital war sehr erfreut, als ich am nächsten Tag auftauchte. Dieser Naturgeist hatte die ganze Nacht über gekocht und mich zum Essen eingeladen. Ich wurde aufgefordert, zurückzutreten und die Magie begann zu wirken. Als nichts passierte, begann Bodetal zu fluchen und zu jammern. Ich erzählte davon, wie mein Zauberstab Neppi geholfen hatte. Das zeigte Wirkung und ich spürte, wie die Magie durch mich floss. Ich hielt meinen Zauberstab hoch und spürte, wie sich die Magie entfaltete. Das Feenfeuer entzündete die Fackeln und versiegelte das Miasma in den Ruinen, woraufhin es verschwand. Ah, als das Tor geöffnet und das Miasma besiegt war, kamen die Elfen endlich wieder zurück nach Azuria nach all diesen Jahren. Ja, wir haben Feenfeuer. Wunderbar, dankeschön. Stimmt es, dass wir es dir zu verdanken haben, dass das Feentor geöffnet wurde und dieses üble Miasma verschwunden ist? Dann hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn du ein Stück Land von uns annehmen würdest. Ja, Sidu hat mir davon erzählt. Mhm. Eine Ablehnung wäre so richtig unhöflich, Nudel. Ich habe so viel zu tun auf meinem Acker und ich darf nicht mal ablehnen, wenn der mir noch einen Acker anbietet. Also, ich will nichts mehr von dieser Sache hören. Was? Mir wird ein Acker aufgezwungen. Der Bauernhof im Osten der Stadt gehört dir. Unfreiwillig. Du hast ein neues Haus erhalten. Geht das einmal in Real Life, bitte? So, das hier ist unser Feenacker. Noch ziemlich wild hier. Ah, hier ist unser Lager. Hier ist ein neues Rezept. Und hier ist unser Tierstall. Ja, ein neuer Tierstall. Sieht voll hübsch aus hier drin, ne? Kann ich hier schon was reintun? Nein. Hier gibt es jetzt neue Tiere. Du zuerst. Hallo. Ich brauche Namen für die süßen Viechis. Ich brauche ein Tier. Und zwar ein Lunen. Und ich möchte von euch einen Namen dafür. Macht mal Vorschläge. Ich packe den schon mal ein. Ne? Und dann nehme ich den mit. In der Zeit könnt ihr Namen posten. So niedlich. Wie sie glitzern. Oh, perfekt aufgereiht. Ihr braucht noch ein bisschen Futter, ne? Na? Nuggets, du Terrorhuhn, du hast heute noch gar nicht so viel Ärger gemacht. Du öffnest diese Insel für alle und ich möchte dir dafür unbedingt zuerst danken. Danke, du Legende. Drag, ich stehe doch auf Pyria, die mich ablehnt. Ich stehe auf Ablehnung. So, interessante Sachen. Was machen Sachen? Das Herz des Sturms gefunden. Ein eisiger Empfang. Oh! Oh! Hallo! Jemand Nettes? Das kann doch nicht sein. Endlich bin ich nicht mehr allein. Ich habe einen gewaltigen Sturm heraufbeschworen, damit ich ungestört meiner Traurigkeit mich hingeben kann. Oh! Ich weiß, was mir helfen wird, meinen Kummer zu überwinden. Könntest du mir ein paar Zutaten bringen? Danach helfe ich dir, den Schneesturm loszuwerden. Versprochen. Das ist auch interessant, weil die anderen zwei Naturgeister, da mussten wir erst die komplette Mine und die Ruinen durchqueren. Alle 25 Ebenen jeweils, um zum Naturgeist zu kommen. Hier ist er schon da. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein zweites Date mit Pyria hinkriegen. Vielleicht ist sie dann nicht so gemein zu mir. Winken. Ciao, ciao.